Da legt er jetzt einen Stein drauf und sieht dann. Noch nicht sonderlich spektakulär aus. Wenn wir jetzt den Hebel betätigen. Upsi. Hey, das war mal ein schöner Kronleuchter. Ehemalige Abdeckung des Kamins. Okay, aber was sollen wir damit? Ein Feuerchen machen wir doch eh nicht. Gucken wir mal, was wir damit machen sollen. Und dann müssen wir das... warte jetzt hier. Ja. Schmelzen müssen wir das auch nicht. Ideal für mich. Ich bin mit meiner Figur. Wofür haben wir noch die Zange? Hä? Wofür haben wir jetzt eine Kaminabdeckung? Die Fackel ist an der Wand befestigt. Die werde ich da nicht so einfach rauskriegen. Der Sarg ist... Der Sarg ist aus... Irgendwas müssen wir noch mit dem Sarg machen, ich weiß aber nicht was. Warum haben wir jetzt eine Kaminabdeckung und wofür? Damit wurden ein kleiner Draht. Ja, aber für was? Durchschneiden kann ich den auch nicht. Da unten hockt der verletzte Morangi und wartet darauf, dass ich ihn endlich aus seinem Gefängnis befreie. Nichts machen, wenn ich noch mal nach oben gehe, aber da dürfte... Ach, das Mädel ist weg. Regenrinne. Hier liegt das Teil sowieso nur im Weg rum. Zwei ineinander gesteckte Stücke der Regenrinne vom Pub. Damit hätte ich also den Grundstock für mein Eigenheim bereits zusammen. Vielleicht brauche ich ja diesen Lappen hier nochmal.
Wer weiß. Das obere ist ein Nochmal reingehen. Oh. Ich will dem Barkeeper nicht den Freund ausspannen. Der ist auch weg. Das heißt, hier drin können wir nichts mehr machen. Okay. Aber was kann ich denn mit dem Verkehrsschild machen? Weil da habe ich die Hand. Wenn ich da eine Hand habe, das heißt, ich kann es eigentlich mitnehmen. Aber wie? Das ist fest im Boden verankert. Das heißt, ich brauche eine Art Schaufel oder so. Ah, warte mal. Kann ich? Nee. Kann ich nicht. Ha. Ich habe immer noch einen Becher voll Wasser. Oder was ich mitnehmen kann. Mit Wasser. Der hat seinen Eimer hier stehen lassen mit Fisch. Dann gehen wir nochmal zurück, aber wofür habe ich jetzt einen Eimer mit ein Glas Wasser? Oh, eine nasse Flagge. Und eine Regenrinne. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ja, hier haben wir jetzt, glaube ich, alles gemacht soweit. Ja, und hier. Ah. So könnte ich die beiden verkeilten Stücke auseinanderkriegen. Zwei Teilstücke einer Regenrinne. Aber wofür zwei? Hast du Durst? Nee, okay. Warum habe ich zwei? Das will mir nicht so in den Kopf. Warum habe ich zwei Regenrinnenteile? Das verstehe ich nicht. Da hinten können wir nicht hin, ne? Nee.
Ich weiß nicht, was ich machen kann. Eine Kiste voller Obst und Gemüse. Die muss der Laster verloren haben, als er hier ins Schleudern gekommen ist. Jetzt mal im Ernst. Wir haben eine Zange, wir haben Feuer, wir haben Wasser, wir haben Regenrinnen. Wofür das alles? Wofür? Wofür, frage ich mich. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Das kam mir gerade so als Beinschiene, so, ne? Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Burgherr nur eine einfache Kette um seinen Hals trug. Da fehlt bestimmt noch ein Anhänger oder sowas in der Art. Okay. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Also muss ich noch irgendwas finden, was man dem hier umhängen kann. Aber was haben wir denn bis jetzt, Wärter, freigeschaltet? Die Brücke ist unten. Da liegt ein kleiner Schlüssel drin. Okay, wofür ist der? Wofür brauchen wir denn einen Schlüssel? Hier scheint die Decke eingestürzt zu sein. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Geröll. Okay, aber wir sind schon mal wieder ein Stückchen weiter und die Kette müssen wir dem auch noch anlegen. Ist nur die Frage. Ich denke mal, damit öffnen wir die Türe oder so. Der hat ja noch angeblich irgendwas an. Ja, so ein Anhänger. Aber wo kriege ich jetzt einen Anhänger her? Und wofür brauche ich den Schlüssel? Ein kleiner Schlüssel. Wozu der wohl gut sein mag? Ja, richtig. Das Feuer ist extrem heiß. Ja, warte mal, kann ich nicht hieraus etwas verbiegen? Nö. Wo kriege ich denn jetzt so ein scheiß Amulett her? Och Mann. Das Gemälde. Hier sowas. Wofür brauche ich einen Schlüssel?